Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute wieder eine sehr, sehr spannende Folge, die doppelt besonders ist, vielleicht sogar aus drei Fällen. Nämlich zum einen, weil wir eine Weihnachtsedition so ein bisschen haben. Zum anderen wird der Podcast etwas länger und etwas anders. Es werden auch ein paar Fragen an mich gestellt. Das haben wir so auch noch gar nicht gehabt. Und der dritte Punkt, der liebe Thomas, der heute mit dabei ist, hat tatsächlich heute bei der Ausstrahlung Geburtstag. Deswegen, lieber Thomas, gratuliere ich dir natürlich auch ganz, ganz herzlich. Und ja, mag dich kurz vorstellen. Thomas ist selber Zahnarzt, war dadurch auch schon in Tansania, war in Brasilien, hat auch Südafrika bereist und sein Wissensdurst und Drang nach stetiger Weiterentwicklung hat Thomas im Jahr 2019 schon zu mir in die Seminare gebracht. Hat dann natürlich auch bei uns den VIP Platin Club durchlaufen und 2021 ist er zum dritten oder vierten Mal, glaube ich, sogar beim Geldverdienen mit System Seminar gewesen. Ich war schon ein wenig erstaunt und wunderte mich, ob er die Inhalte wirklich immer noch nicht ganz verstanden hat. Aber dabei war das ein abgesprochener Flashmob von dem lieben Thomas, in den jeder eingeweiht wurde, außer natürlich ich. Und an einer Position, an der Stelle des Seminars, wo ich immer den gleitenden Satz sage, sprang der ganze Laden auf und jubelte und beschmiss mich mit Konfetti, mit Tröten und Hupen und was nicht alles dabei war. Alle rasteten komplett aus. Deswegen ist mir natürlich Thomas auch ja immer in Erinnerung geblieben. Und auch hier sage ich nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Thomas, dass du mich damals so überrascht hast. Es ist tatsächlich heute ja eine Weihnachtsedition in meinem Podcast, wo du das reingeschafft hast damit. Und auch heute feiern wir das Thema immer noch, denn in jedem Seminar wird dieser kleine Trailer heute eingespielt als Video von uns, von diesem Flashmob damals. Und ja, heute ist dein Geburtstag, deswegen auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Und heute gestalten wir es ein bisschen anders. Ein paar Fragen von mir, ein paar Fragen von dir. Und ich glaube, ein bisschen habe ich dich schon vorgestellt. Vielleicht magst du, lieber Thomas, auch nochmal ganz kurz was über dich erzählen. Wer bist du? Was machst du? Und warum müssen wir dir unbedingt zuhören? Ich sage erstmal herzlichen Dank für die Glückwünsche. Das ist richtig. Heute mein 49. Geburtstag. Und ich, was kann ich zu mir sagen? Bin Zahnarzt, Oralchirurg, habe eine Praxis, die ich immer weiterentwickle. Und da ist auch wirklich so ein Ding von mir nach dem Lebensmotto: Stillstand ist Rückschritt. Nach vorne geht es immer weiter. Rückblicken kann man immer. Da gibt es viel, viele Dinge zu sehen. Aber nach vorne, da liegt die Zukunft. Und so war es dann auch, dass ich 2019 dann das erste Mal bei dir im Seminar war und total begeistert war von dem, was du auf die Beine gestellt hast und was du an Wissen vermittelst. Kam dann im Nachgang dazu, dass ja irgendwann die Idee von dem Flashmob aufkam. Und ich kann es nur wiederholen, das ist irre, wie dein System funktioniert, wie gut das ist. Und nach 4 Jahren, kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf, habe ich auch da meine Erfahrungen gesammelt, mein Wissen vertieft. Und das macht mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß, eben zu lernen. Da habe ich nachher dann auch nochmal ein, zwei Fragen vielleicht an dich dazu. Ja, sehr, sehr cool. Was kann ich sonst noch von mir sagen? Wissen einsammeln und Wissen weitergeben. Bei uns in der Praxis bilden wir auch viele Leute natürlich aus, Auszubildende, Weiterbildungsassistenten. Und ich sehe mich immer wieder in der gleichen Rolle und Position des Lernenden, wenn ich dann bei dir die Seminare höre oder auch im Webinar mir das anhöre und sage, Mensch, es gibt so viel Neues zu entdecken, so viele Sachen, die ich alle schon mal gehört habe, aber immer noch nicht umsetzen kann oder noch nicht ganz umsetzen kann. Und so bin ich eben ein Reisender auf meinem Weg durch Tansania, Brasilien, Südafrika, jetzt eben in Hanau oder bei Hanau und arbeite da. Und die Umwa-Family, bin ich stolz, Teil dabei zu sein, ist eben auch der, ja, mein Lernfeld aus den letzten 4 Jahren. Danke dir, Uli. Der Flashmob musste damals sein. Und ja, da, das ist, was ich bin, wo ich nach vorne preschen möchte. Beruflich, privat läuft von, da muss man sich auch mal drum kümmern, aber läuft im Prinzip von gut voran. Und das mit der Börse wird stetig besser. Ja, sehr, sehr cool. Das mit der Börse wird stetig besser, ist ein schönes Stichwort, lieber Thomas. Ich habe natürlich immer eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle und die Antwort ist immer sehr verschieden. Aber ich muss dir natürlich auch stellen, was war dein bisher schlechtestes Investment, wo du dich daran erinnern kannst und natürlich auch, welche Schlüsse hast du daraus gezogen, was hast du daraus gelernt? Das schlechteste Investment, was ich jemals hatte, war 2007, 2008, als ich dem Rat meiner damaligen Bank folgend in einen Fonds investiert habe,
der dann aber im Zuge der damaligen Turbulenzen dann geschlossen wurde und letztendlich abgewickelt. Da haben wir doch reichlich Lehrgeld bezahlt. Das ist so das schlechteste Investment. Und was habe ich daraus gelernt? Kümmere dich im Prinzip ein bisschen genauer darum, wenn es ums Geld geht, aber auch wenn es um deine eigenen Angelegenheiten geht. Vertrauen ist gut und nochmal nachhaken ist eben besser und selber machen ist im Prinzip dann das Beste. Und, ja, ich kümmere mich in der Zwischenzeit eben um mein eigenes Geld dank deiner Hilfe. Ja, sehr cool. Ist ganz lustig, weil ich vor ein paar Tagen gerade auch beim Arzt war für eine Routinekontrolluntersuchung. Da kam bei mir auch auf das Thema, dass der Arzt mich fragte, was machen Sie so beruflich? Habe ich das kurz erzählt, so ein bisschen Börse, Geld, Aktien. So dieses Typische, was dir noch sagt, Geld ist Chefsache, du bist die beste Person, mit deinem Geld zu kümmern. Und dann sagt er, ja, ich bin Arzt, Herr Müller, ich arbeite hier irgendwie so rund um die Uhr, ich habe irgendwie ein bisschen Gold, ich habe fast nur Bargeld, ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, obwohl mein Papa Bankkaufmann war, musste ich kurz schmunzeln, weil der hat dann gefühlt vorhin direkt gebucht und hat gesagt, hier ist meine Handynummer, rufen Sie mal an, wir müssen mal reden, das muss ich auf jeden Fall lernen. Sehr, sehr interessant, weil du die Medaille für dich auch schon umgedreht hast. Was mich zu der andersrum der Frage führt, was war denn dein bestes Investment, was du getätigt hast und was hast du vielleicht daraus gelernt? Das beste Investment allgemein ist immer das Investition ins eigene Wissen, ins eigene Können, in die eigene Persönlichkeit. Also dieses Wachsen, dieses Größerwerden, Weiterwerden, da ist es fast gleich, ob das ein Buch ist, ein Webinar oder eine Seminarfolge. Solange man weiß, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, ist es immer richtig. Also Wissen aufbauen, Persönlichkeit wachsen. Das sind eigentlich die zwei Grundthemen. Das das finanziell beste Investment ist mit Abstand die Umwa Family, also dein System zu lernen, um da dann eigenständig frei später zu sein und handeln zu können. Das ist aus finanzieller Sicht allemal das nachhaltigste und ich glaube langfristig das ertragreichste Investment für mich gewesen. Auch mit VIP-Club und allem, was dazugehört. Mhm. Da komme ich so ein bisschen auch zu dem Punkt, was habe ich daraus gelernt? Selber zu wachsen, das braucht Zeit. Also dieses Thema immer, ja, kenne ich schon. Und dann die Gegenfrage, ja, aber kannst du es dann auch? Man muss Sachen eben 2-3 Mal hören, verdauen, nochmal durchkauen. So ist zumindest auch meine Lernkurve, die ich im Leben für mich immer wieder festgestellt habe. Es braucht Zeit und das, glaube ich, geht auch vielen in der Community bei uns oder in der Umba-Familie, dass man immer wieder ähnliche Fehler macht und da sich einfach eben Zeit geben muss, Sachen zu vertiefen und auch verschiedene Börsenphasen zu verstehen und daraus dann eben auch die richtigen Strategien abzuleiten. Ja, absolut. Also, ich muss schmunzeln, weil ich gerade vor ein paar Tagen mit Norman Welzenlänger das Gespräch hatte, auch für 2023 so ein bisschen Resümee, 2024 in Planung. Und der sagte auch zu mir, ich habe ein paar richtig gute Börsenbücher, die habe ich teilweise 5, 6, 7 Mal gelesen, weil er sagt, hey, beim Lesen eines Buches kannst du 10% behalten und verstehen. Müsstest du jetzt statistisch gesehen das Buch eigentlich 10 Mal lesen, sagt er, gut, ein paar Dinge interessieren dich nicht, die kannst du wirklich schon, aber 5, 6 Mal passt. Und ich muss drüber lachen, weil ich habe das Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, habe ich, glaube ich, auch 4 Mal gelesen. Und ich habe jedes Mal einen verschiedenen Stift genommen, mit dem ich das unterstrichen habe oder eingekreist oder Wellenlinien oder mit einem gelben Marker. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt, in den Jahren, das ist eine Strecke von fast 13 Jahren gewesen, in der ich diese viermal Lesung sozusagen gemacht habe. Und es war sehr interessant, dass ich jedes Mal wieder komplett verschiedene Dinge unterstrichen habe. Das passt genau zu dem, was du auch sagst. Es zu hören, und man kennt das ja selber vom Seminar, man sitzt irgendwo 2 Tage und denkt, hey, kenne ich schon vieles. Aber plötzlich kommen 3, 5, 7 Sätze, wo du sagst, super, genau dafür bin ich angereist. Und das ist das Learning, was ich brauche. Und eben auch die Frage, wie du mega gut beantwortet hast, setzt du es wirklich um, kannst du es wirklich und tust du es wirklich, lebst du danach? Ja, und dann kommen natürlich wieder die kleinen Fallstricke und alles und dann stolpert man und fällt wieder hin. Das sehe ich, wenn ich mir Lernen per se angucke, wie lernt man? Also das brauche ich jetzt nur meinen Assistenzarzt nehmen oder auch meine Auszubildenden in der Praxis, wirklich ganz praktisch, tun sich mit Dingen schwer, die mir scheinbar so einfach sind und von der Hand gehen. Und das Lernen, ich definiere es so, ich habe es auch mal aufgegriffen, dass es halt verschiedene Phasen gibt, ne? Das ist Zugucken, selber machen. Und bei diesem zweiten Schritt vom Selbermachen,
glaubt man plötzlich, man kann alles und es läuft und ist ja alles so einfach, aber dann fängt man an und wird übermütig und macht eben dann doch Fehler. Und diese Phase ist so lernintensiv. Ich glaube, in der stecke ich gerade, was die Umbaustrategien angeht, die Börsenstrategien. Aber man macht einfach Fehler und die kann man nicht verpassen. Man muss durch diese zweite Phase durch, weil man mehr oder weniger beabsichtigt, weiß ich nicht, oder unbewusst eben doch glaubt, Dinge überspringen zu können und dann auf die Nase fällt, also Fehler macht, vermeintliche Fehler, und daraus aber Schlüsse zieht und lernt und besser wird. Und in der dritten Phase hat man es eigentlich verstanden, glaubt aber noch nicht dran, dass man es kann, dann aber mit den Erfolgen, die man nach und nach einfährt, eben auch die Selbstsicherheit aufzubauen. Und deswegen meine ich mit Wiederholen und Vertiefen, Seminare nochmal machen. Ich habe deine Seminare ja auch, Money Machine, auch dreimal wiederholt und GVMS dreimal wiederholt und die VIP-Tage alle dabei. Ich kann das nur jedem empfehlen. Guckt euch das immer wieder an. Lest die Sachen, lernt die Sachen doppelt und dreifach. Um da anzukommen, also als Beispiel nochmal aus der Praxis, der Weisheitszahn geht nicht raus und dann irgendwann soll ich dann doch in die OP mit rein. Zwei Handgriffe und der ist da. Und dieses Lernen und Verstehen und Sehen, das ist ein Prozess, der muss wachsen. Und das ist an der Börse auch. Und deswegen, das ist alles, auch das Lernen ist eben kein Sprint. Das ist ein langsamer Prozess. Und diese Reifephase braucht man einfach. Und ich glaube, das braucht man auch bei deinem System, das so einfach sich von außen anschaut und in der Umsetzung aber doch einen fordert und beansprucht. Und dank Normen und deiner Coaches, die dich dann auch begleiten, kriegt man natürlich eine coole Anleitung und viel Handwerkszeug, um das umzusetzen. Aber es braucht eben Zeit. Klar. Am Ende so für jeden Teilnehmer oder auch jeden Zuhörer hier, darf man auch nicht vergessen, wenn man das erste Mal versucht hat, von wie drehe ich mich als Baby um, bis ich überhaupt nicht mal umdrehen kann, bis ich mal irgendwie in Vierfüßlerstand komme, bis ich krabbel, überhaupt die Idee, also vier Gliedmaßen gleichzeitig in die richtige Richtung, wie läuft das Ganze, bis zu irgendwann stehen am Tisch, an der Hand, am Finger, der obligatorische Bleistift in der Hand. Du läufst trotzdem, weil du gar nicht merkst, dass Mama gar nicht mehr da ist, bis du dann wirklich selber läufst und vielleicht dazu auch noch kurz erwähnt, wie oft du hinfällst, stürzt, schreist, blaue Augen, Beulen, Platzwunden, abgeschürfte Knie und so weiter, aber du springst auf und rennst weiter. Und diesen Mut, den wünsche ich mir manchmal wirklich auch bei den Menschen, die bei uns als Teilnehmer da sind. Gerade wenn sie dann nach einem Jahr vor mir stehen und sagen, Uli, hey, du hast 30% gemacht, ich aber nur 14. Finde ich total ungerecht. Ich sage, ja, es mag sein. Ich sage, aber ich habe 30.000 Stunden geübt und du hast jetzt die ersten 50 hinter dir. Worüber reden wir? Ja. Das ist natürlich immer ein spannendes Thema. Lieber Thomas, eine Frage, die ich dir sehr, sehr gerne stellen möchte, weil mich deine Antwort macht mich jetzt schon neugierig, die wahrscheinlich gleich kommen wird. Wie definiert der liebe Thomas Kreck Wohlstand? Na, Wohlstand ist für mich, bedeutet für mich gesund und in Freiheit das tun zu können, was einem wichtig ist und was einem am Herzen liegt. Das ist ein Privileg. Ich glaube, gesellschaftliche und politische Freiheit ist per se in der ganzen Welt im Moment ein bisschen in Unruhe geraten. Und das zu haben, ist schon Wohlstand alleine. Wir stehen dadurch wohl und können im Prinzip unseren Weg gehen. Und wenn man dann auch noch weiß, was man möchte, dann ist es unwahrscheinlich bereichernd, sich da zu verwirklichen und auch in der Welt wieder einzubringen. Der finanzielle Erfolg, das ist jetzt hier ein Börsenseminar oder Webinar, also der finanzielle Erfolg ist dann Begleitprodukt eigentlich dessen. Und wenn man erfüllt das tut, was man gut kann, wo man sich sicher fühlt und wo man auch was weitergeben kann, dann wird der finanzielle Wohlstand von ganz alleine kommen. Und wenn ich nur finanziellen Wohlstand mal für mich definiere oder erklären würde, dann würde ich sagen, ich habe genug finanzielle Möglichkeiten, einen finanziellen Rahmen, um die Dinge im Leben, die mir wichtig sind, auch umsetzen zu können oder auf den Weg bringen zu können. Ob ich jetzt das Geld wirklich physikalisch, also dann habe, oder ich habe zumindest das Wissen, wie ich das Geld generieren kann, beides ist, glaube ich, der Schlüssel. Oder das Zweite ist eigentlich noch viel wichtiger, der Schlüssel, um im Wohlstand zu sein. Und da auch wieder, es ist mehr der Weg hin zu diesem Ziel, ich möchte Wohlstand haben oder Wohlstand aufbauen. Der Weg ist mir persönlich viel, viel wichtiger, als dann das Ziel erreicht zu haben, von mir aus 5 Millionen, 10, 20 Millionen auf dem Konto zu haben. Das ist für mich eigentlich nur das Begleitprodukt dann von der Entwicklung, die man gemacht hat. Ja, mega wichtig.
Coole Antwort, weil das viele auch absolut im Leben verwechseln, zu sagen, hey, wenn ich die 5 Millionen habe, dann bin ich glücklich. Das kann ich ganz sicher sagen, ist totaler Quatsch. Auch nicht bei 10 Millionen oder 20. Da kommen neue Sorgen, andere Ideen. Ja, genau. Und du musst auf dem Weg glücklich sein, das ist eben der Punkt. Ja. Die Zahl macht es für einen Moment natürlich, wenn man jetzt als großes Ziel hat, 1 Million oder auch 10 Millionen, egal. Dann ist natürlich, wenn man diesen Moment erreicht, ist es natürlich ein toller Moment. Man ist da unglaublich stolz drauf, gar keine Frage. Aber wenn ich die 10 Jahre davor bis dahin unglücklich war, dann macht mich die 10 Millionen morgen auch nicht glücklich. Das ist auf jeden Fall hundertprozentig so, dass der Weg das Ziel ist. Da hake ich mal ganz kurz ein mit dem, der Weg ist das Ziel. Jetzt gebe ich mal den Ball an dich zurück, Uli. Wenn du jetzt sagst, deine Akademie ist jetzt 9 Jahre, also das Jubiläumsjahr beginnt und so weiter. Wenn du jetzt auf den Weg einfach mal zurückguckst, was sind denn so die Highlights? Wie war denn dein Weg 9 Jahre oder fast 10 Jahre deiner UMWA? Ja, das ist tatsächlich total verrückt. Es ist ja wirklich aus einer Idee entstanden, 2014. Im Prinzip aus der Situation selber das erste Mal irgendwie 10 Millionen Vermögen gehabt, ein Glas Weißwein angestoßen und meine größten Werte sind halt Liebe, Vertrauen und Familie. Familie geht für mich über alles. Meine Frau und ich sind mittlerweile seit 26 Jahren zusammen. Wir haben 2 Kids. Und das war so ein bisschen dieser Gedanke von früher mitgenommen von über meinen Papa, der immer gesagt hat, wir haben ein Dach über dem Kopf, ihr könnt essen und trinken, was ihr wollt und ihr könnt auch studieren, wo ihr wollt. Und wenn es Harvard wird, ich bezahle das irgendwie, wenn ich 3 Jobs annehme, ist mir ganz egal, aber die 3 Dinge werden immer erfüllt sein. Und jetzt sitzt du plötzlich mit 37 auf deiner Terrasse und denkst, hey, du hast die Dinge auch erfüllt in deinem Leben. Und ich sage ja immer so gerne, du brauchst eine Aufgabe im Leben. Und diese Aufgabe war faktisch für mich weg, weil mein Ziel war, so viel Vermögen aufzubauen, auch geprägt durch meinen Papa, der auch immer sehr Unternehmertum und geldlastig war. Meine Mama zum Glück Familie, deswegen habe ich diese beiden Herzen immer in meiner Brust. Aber für mich, ich bin da echt in ein richtiges Loch gefallen und habe dann wirklich aus dieser Idee gesagt, hey, meine kleine Familie ist fertig. Ich mache eine große auf. Meine Frau guckt mich erst ein bisschen verwirrt an, nach dem Motto, wir wollen noch 38 Kinder haben. Ich sage, nein, so meint es nicht. Ich sage, wir werden eine Ulrich Müller Wealth Academy gründen. Wir werden Menschen zeigen, wie Geld funktioniert und wie Reichtum geht. Und das natürlich diese Reise mittlerweile jetzt seit gut 9,5 Jahren, im Mai sind wir dann 10 Jahre unterwegs. So läuft mit Meilenstein die ersten Kunden, die ersten 10 Kunden, die ersten 100 Kunden, die ersten 1000 Kunden, mittlerweile über 25.000 Kunden durch die Finance Mastery geschleust. Auch wie die Umsatzzahlen gewachsen sind, wie die ganzen Produkte entstanden sind. Ich bin ja nicht losgelaufen mit einer Idee, ich mache eine Wealth Academy und habe da plötzlich 20 Produkte, sondern ich bin losgelaufen mit dem Geldverdienen mit System, weil der Name für mich so logisch war. Ich zeige Menschen, wie Geldverdienen mit System funktioniert an der Börse. Und dann kamen natürlich die ganzen Produkte auch im Hintergrund noch hinterher, du sprachst schon über Money Machine, den VIP-Club, das Trading-Journal, die Steuergeschichte, das 1-zu-1-Coaching, ein Trader-Mental-Coaching, was ich tatsächlich am Anfang immer unterschätzt habe, weil einfach ich mit so viel Erfahrung das überhaupt nie gesehen habe, dass das überhaupt einer brauchen könnte, aber natürlich schnell gemerkt habe, als die Masse dann durch die Seminare floss, dass die sich selber im Weg stehen, das System funktioniert. Ich bin der lebende Beweis, sonst wäre ich nicht so reich geworden. Aber es funktioniert halt nicht sofort und gleich für alle. Und dann kommt ja auch mein Lieblingswort ins Spiel, was ich dann irgendwann auch gelernt habe, das ist das Wort Selbstreflexion, gerade an der Börse. Kann ich auch nur jedem Hörer mitgeben. Es ist natürlich einfach zu sagen, Uli, dein System ist blöd, das funktioniert nicht. Aber wenn man sich mal emotionslos, rational hinsetzt und alleine die Indikatoren nimmt, natürlich gibt es Fehlsignale, gar keine Frage, aber die Masse stimmt schon. Und wenn die Masse stimmt, dann müsste die Masse auch eben deutlich Geld verdienen. Wenn man das durch die ganzen Plan Bs, Cs, Ds, Es ergänzt, durch die emotionale Seite runterzufahren, wenn man die Fehler mal ausmerzt und so weiter, dann stellt man relativ schnell fest, es ist eben doch ich selber, der vom Rechner sitzt und die Knöpfe drückt. Und das sind so auf dieser Reise die krassesten Dinge. Damals die erste Trading Week 2019 auf Lanzarote, mit 17 Leuten in einem Seminarraum, der war gefühlt 35 Quadratmeter los. Wir haben da 17 Leute reingequetscht. Wir haben, als wir ankamen, nicht mal Stühle und Tische für alle gehabt. Also echt behilfsmäßig das irgendwie hingebastelt. Und was daraus heute geworden ist, dann die zweite Trading Week damals auf Mallorca wieder. Dann sind wir nach Mallorca umgezogen. Die erste war Lanzarote. Da hatten wir dann auch ein Hotel. Super cool. Aber eigentlich auch viel zu klein. Die Klimaanlage lief nicht richtig, aber irgendwie war das trotzdem geil. Diese Communities haben alle zusammengehalten. Klar, die letzte Trading Week im Steigenberger auf Mallorca, da mit 80 Leuten, dann gefühlt hochprofessionell. Aber was für mich eine der wirklich krassesten Themen an diesen ganzen Highlights ist, wenn man so aus dem Seminar geht, dann ist es oft so, dass man wirklich denkt, hey,
Das war eine geile Gruppe. Und es ist tatsächlich so, selbst beim GVMS natürlich gibt es Highlights. Eins ist dein Flashmob, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, du warst selber live dabei. Ich habe kein Wort mehr rausgekriegt, bin dann nur noch gefühlt sprachlos in mein Zimmer gegangen. Aber erstmal eine Viertelstunde geheult, um dann irgendwann essen zu können. Und sowas vergisst man natürlich nicht. Auch die ganzen Geschichten der Menschen. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, ich glaube 300, 400 Leute, die auf der Welt irgendwo verteilt leben. Es gibt die Casa Uli von Birgit und all die Geschichten. Das ist natürlich, es wiegt viel, viel, viel mehr als Geld. Das ist einfach mega krass. Das ist auch eine irre Geschichte, die du da angestoßen hast. Was bei dir auch jetzt wieder rauskommt oder rüberkommt, ist eigentlich der Weg, ist das, was spannend ist und was das Leben dann hinterher ausmacht. Ne? Also hast du natürlich einen tollen Startpunkt. Keine Frage, hast dich da hingearbeitet. Und das dann weiterzubringen und so in die Welt hinauszutragen, das überlebt dich ja. Ich glaube, das ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung hinterher. Du musst dich selber finden, musst deinen eigenen Weg gehen. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, dass du über dich hinaus deine Ziele setzt. Und das hast du eben gemacht und geschafft. Und ich wünsche dir ein ganz, ganz, ganz langes Leben. Und darüber hinaus wird hoffentlich die Umba dann auch weiterleben und sich weitertragen. Also du hast wirklich diesen großen Sprung, glaube ich, unmittelbar bevor, dass du etwas initiierst in der Welt, was dich überdauern wird. Und das ist ganz, ganz toll, mit dabei zu sein und das zu sehen. Glückwunsch an dich und ein ganz großes Dankeschön, dass du das so machst, Uli. Wenn wir das jetzt im Großen sehen, ich habe noch eine zweite Frage mitgebracht. Jetzt im Kleinen, hast du eine Erfolgsgeschichte eines Teilnehmers, die jetzt im letzten Jahr dich besonders bewegt oder berührt hat? Nicht das große Bild, sondern jetzt das kleine Bild im Gegenpart. Doch, tatsächlich gibt es immer wieder Geschichten. Eine, die mir spontan kommt, ist tatsächlich die Geschichte um Roland. Eigentlich ist sie ja schon älter, die Geschichte, aber es war mir gar nicht bewusst, weil Roland ja jetzt mittlerweile auch seit einem halben Jahr oder was, ungefähr dreiviertel Jahr, bei uns sogar als Mitarbeiter ist und den bringe ich ja mittlerweile auch immer gerne mal als ja so ein bisschen Geschichte aus ihm. Der ist jetzt seit fast 3 Jahren unterwegs mit seiner Frau und mit dem kleinen Hannes und die haben es tatsächlich geschafft, in den letzten 3 Jahren ja aus dem System zu leben und dazu muss man vielleicht auch den Leuten, die es jetzt hören, ein bisschen Mut machen. Die sind nicht steinreich, die sind nicht Millionär, bei weitem nicht. Aber die haben halt 6-stelligen Betrag zusammengekriegt, der jetzt auch gar nicht so groß ist. Die haben aber auch für sich gesagt, wir brauchen kein Porsche, kein Ferrari, keine Finca auf Mallorca, sondern wir wollen einfach Zeit zusammen haben, weil Zeit kriegen wir nie wieder. Und dann ist seine Frau halt irgendwann schwanger geworden. Und dann ist er im Prinzip seit 3 Jahren fahren sie mit dem Camper jetzt mit Hannes durch die Gegend auf der Welt, haben schon fast ganz Europa gesehen, von Spanien, Portugal über Griechenland, Rumänien und so weiter. Also wirklich alles angeguckt, alles mit diesem kleinen Camper. Und er hat sich dann Anfang diesen Jahres bei uns im Prinzip beworben und hat uns eine ganz herzzerreißende Mail geschrieben und hat gesagt, Uli, ich würde gerne für dich arbeiten, lass uns mal telefonieren. Dann haben wir kurz gesprochen miteinander und er hat dann diese Geschichte mir erzählt und sagte, ich würde gerne irgendwo so 10, 15 Stunden die Woche für dich arbeiten, weil mehr schaffen wir nicht. Du brauchst mich aber nicht dafür bezahlen, ich mache das einfach so. Dann hat er halt das erzählt, warum das so ist und was ich ihm sozusagen geschenkt habe. Und was er mir im Prinzip sagte, so dankbar kann er mir gar nicht sein. Er kann mir gar nichts wiedergeben, was das annähernd aufwiegen könnte. Sein Kind wirklich 24/7 und das Ganze 3 Jahre lang, jeden Tag, jede Sekunde, jeden Schritt, jedes Krabbeln, jedes Umdrehen, das erste Mal Mama, Papa oder was auch immer mitzunehmen. Das ist für ihn einfach unsterblich. Und klar, ich habe logischerweise zu ihm gesagt, hey, ich bin Unternehmer, ich freue mich über eine kostenlose Arbeitskraft, aber kein Mensch arbeitet für mich kostenlos, du gibst mir einen Wert und natürlich kriegst du auch Geld dafür. Und selbstverständlich bezahle ich den ganz normal, aber das ist so eine, in Anführungsstrichen, kleine Geschichte, die mir natürlich sofort einfällt. Ich sage immer so ein bisschen für mich, ein Leben gerettet und ich glaube in der Persönlichkeit, wie du es eben auch schon so schön gesagt hast, man merkt das irgendwann auch selber. Geld ist erstmal schön, aber man stellt irgendwann fest, Geld ist letztendlich erstmal ein Werkzeug. Und für mich ist mittlerweile die allergrößte Aufgabe und der größte Spaß, ist Menschen etwas wiederzugeben, Menschen besser zu machen, Menschen zu schulen. Weil da kriegt man einfach so viel wieder und wissen, wie viele Menschen gibt es auf der Welt, die können und dürfen gar nicht lernen, die können nicht mal zur Schule gehen. Die stehen mit 10 Jahre alt auf dem Feld und müssen irgendwelche Arbeiten machen, weil sie gar nicht lernen dürfen. Und wir sind in Anführungsstrichen manchmal so dusselig mit Neid und Missgunst, Entschuldigung, Scheiß. Anstatt diese auch kleinen Dinge im Leben zu sehen. Und das ist etwas für mich. Mir fällt spontan noch eine zweite Geschichte ein, die ich nur kurz erwähnen darf. Das ist Rainer.
Rainer ist ja auch schon bei uns mittlerweile im Podcast gewesen. Den kenne ich ja seit mittlerweile über 20 Jahren, fast 25 Jahre. Das war einer meiner allerersten Investmentkunden. Da war der Typ selber noch irgendwie 30 und ein Keks und hatte zwar ein bisschen Geld, aber jetzt nicht groß. Hat dann irgendwann, das war einer meiner allerersten Investmentkunden und dann auch allerersten Kunden bei der Ulrich Müller Wealth Academy. Der hat auch sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Der ist jetzt 54, der ist auch nicht steinreich, aber der hat eine schicke Wohnung, der fährt ein schönes Auto, der fährt ein, zwei Mal im Jahr in Urlaub, lebt ein, er sagt mal, für sich ein bescheidenes Leben. Viele andere würden glücklich sein, wenn sie so leben könnten, denn der hat 24/7 frei. Der tradet ein, zwei Stunden am Tag und das war's. Und der sagt zum Beispiel auch, Uli, du hast mir 14 Jahre Lebenszeit geschenkt, weil ich hätte bis 67 arbeiten müssen. Und jetzt habe ich mit irgendwie 52 und halb aufgehört. Und das sind halt diese Geschichten, die sind einfach unsterblich cool. Kann ich jeden Tag wieder heulen, kann ich dir ehrlich sagen. Nee, ist sehr beeindruckend, ne? Wenn man dann das mithört oder auch mitbekommt und noch live erleben kann. Das ist, ja, ich gebe dann, wie gesagt, den Dank einfach an dich da wieder zurück. Ja, wir können den Spieß nochmal kurz umdrehen. Du würdest dein Vermögen durch einen unglücklichen Umstand verlieren. Welche drei Schritte, lieber Thomas, würdest du unternehmen, um das Vermögen vielleicht zurückzubekommen oder einfach erstmal neu zu starten? Als erstes würde ich, glaube ich, eine kurze Analyse machen, was eigentlich passiert ist. Kam es dazu? Dann würde ich mir mein Selbstbewusstsein wieder zurechtrücken, Selbstbewusstsein aufbauen, klar machen, was meine Stärken sind. Daraus muss Schritt Nummer 2 die Positionierung erfolgen. Dass ich weiß, wo bin ich gut, was kann ich exzellent, und dann Vollgas geben und schlicht und ergreifend keine Ausreden zulassen. Also Selbstbewusstsein aufbauen, positionieren und 100% Einsatz. Ja, ich glaube, Punkt 3 kann ich bei dir auf jeden Fall unterschreiben. Was ich so von dir bekommen habe, bist du auf jeden Fall mit Vollgas dabei. Immer zu lernen, immer Gas zu geben. Klar, jetzt der Flashmob das eine, aber du warst ja schon vorher dreimal beim GVMS. Selbst beim vierten Mal hast du noch fleißig mitgeschrieben bei einigen Dingen, wo ich zwischendurch schon dachte, der will mich veräppeln. Wir haben uns dann nachher ja auch mal ganz in Ruhe unterhalten und selbst da hast du gesagt, nein, es gab noch Dinge, Sätze und Sachen. Klar ist ein GVMS, vom Grundsatz ein GVMS, aber natürlich ist jedes auch leicht anders. Andere Ideen, andere Anekdoten, andere Geschichten zwischendurch, andere Beispiele von Teilnehmern, die ich auch immer ganz gerne mit live einbaue. Und so glaube ich, dass man da immer eine ganze Menge mehr mitnehmen kann. Das gefiel mir immer bei dir, dass du echt, du bist so ein Beobachtertyp, so ein ruhiger Typ, der da sitzt, erste, zweite Reihe durch den VIP und dann guckt er und schreibt und liest und macht. Fehlt keine Sekunde, passt immer auf, ist immer am Ball, stellt in jeder Pause eine richtige Frage. Das gefällt mir einfach mega, mega cool an dir. Kann ich dir mal zurückgeben. Ja, sag ich mal herzlichen Dank. Aber dieses Wiederholen, ne? Du hast es ja mit Büchern, die du liest, auch wiederholt und nochmal und Seminare wiederholen und dann kommt man irgendwann immer einen Schritt weiter dazu. Ich habe das auch, ich habe mehrere Bücher wirklich mehrfachst gelesen, muss man ganz klar sagen. Hm. Also jetzt eins, was ich glaube ich am meisten, ich persönlich am meisten gelesen oder auch gehört habe dann als Hörbuch, ist Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das habe ich glaube ich 50 Mal gehört oder sowas. Und immer wieder kleine Kapitel rausgenommen und vertieft und da kann man also ganz, ganz viel aus dieser Wiederholung eben mitnehmen. Oder ein anderes Buch ist dann Poor Dad, Rich Dad von Robert Kiyosaki, was man jedem nur empfehlen kann. Würde ich auch jedem Jugendlichen empfehlen, das recht früh zu lesen, um einfach ein anderes Mindset sich aufzubauen und einfach mal eine andere Sichtweise auf Geld und auf das Leben zu bekommen. Mhm. Unwahrscheinlich spannend. Ich habe das vor 20 Jahren mal irgendwann gelesen, dann ist es ein bisschen in der Versenke verschwunden und vor 5-6 Jahren dann in der Neuedition halt wieder aufgegriffen und dann wieder gelesen. Und das war ganz interessant, weil zu der Zeit dann auch du im Prinzip in mein Leben getreten bist, wenn ich das so sagen darf. Und ich anfing mich immer mehr damit eben zu beschäftigen. Wie gesagt, 2007, 2008 ein bisschen Geld auch fehlinvestiert. Und das fügte sich plötzlich alles so zusammen, dass aus den vermeidbaren Unwegsamkeiten plötzlich sich neue Wege auftun und neue Chancen entstehen und so weiter. Ja. Aber dann werfe ich den Ball jetzt dir nochmal zu, weil in unserer Weihnachtsedition haben wir ja ein Fragen hin und her.
Uli, und da werfe ich dir nochmal den Ball zu, wenn es um vermeintliche Fehler geht. Auf der Reise der UMWA, was waren denn für dich die lehrreichsten Fehler, in Anführungszeichen, die vielleicht erst eine Schwierigkeit waren und dann doch sich positiv entwickelt haben? Ja, tatsächlich muss ich sagen, kann ich das relativ klar definieren. Das ist etwas, woran wir immer noch arbeiten. Und ich bringe es so ganz, ganz gut zusammen mit dem Buch oder auch, wenn du jetzt ein gutes Seminar hast. Ich glaube, die Demut habe ich trotzdem, das weißt du von mir. Aber ich glaube, dass ich in dem, was ich tue, extremst gut bin. Es gibt nicht wenige, die in Deutschland sagen, es ist mit Abstand der beste Trainer im Bereich Aktien und Optionen. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, Stand heute die Allergrößten zu sein. Also rein von der Größe des Umsatzes. Und das ist das, was ich hier daraus auch ein bisschen gelernt habe. Deswegen habe ich auch schon gesagt, das passt auch zum Buch. Wenn du ein tolles Buch schreibst, dann heißt das immer, hey, ist ein Bestseller geworden. Aber was heißt Bestseller? Bestseller heißt nicht am besten geschrieben, sondern Bestseller hat am meisten verkauft. Und ich glaube, das ist ein Thema bei mir. Wir leben das ja auch als Familie, als Umba-Familie. Ich glaube, so sind wir auch schon immer gewesen, so werden wir auch immer bleiben. Das kann ich jedem schon versprechen, keine Angst. Wir werden niemals irgendwelche so eine Hardcore-Vertriebleute, die da irgendwie Kunden am Telefon nerven, hätte ich beinahe krass gesagt. Trotzdem ist das natürlich immer so ein bisschen für mich und so ein Zwiespalt. Ich mache nun schon seit mittlerweile ja fast 25 Jahren auch Vertrieb, Investmentvertrieb. Letztendlich meine Akademie, ich bin alleine gestartet, war auch Vertrieb. Letztendlich verkaufen wir immer unser ganzes Leben. Und letztendlich sage ich natürlich auch, wenn ein Kunde ein Nein sagt, dann fängt das Verkaufen erst wirklich an. Und letztendlich muss man natürlich auch sagen, wenn man heute weiß, wir haben jetzt mittlerweile weit über 2000 Fünf-Sterne-Feedbacks. Wir haben hunderte von Geschichten, was das mit Menschen gemacht haben. Was ich damit sagen will, ich kann, glaube ich, guten Herzens sagen, das, was wir hier tun, ist wirklich exzellent. Aber wir haben vielleicht im Verkauf manchmal eine gewisse Schwäche gehabt. Und da mache ich auch dem Kunden gar keinen Vorwurf, weil der kann das ja gar nicht wissen. Per se kriegen wir heute so viele Angebote jeden Tag. Einmal ins Internet, einmal rechts, links gucken, Werbung. Das ist ja Wahnsinn. Wo soll der also sehen, warum wir wirklich so gut sind oder warum er vielleicht gerade mit uns den Weg gehen sollte? Und ich glaube, das ist einer meiner größten Themen in der Umwelt, das wir, glaube ich, bis heute noch nicht ganz gelöst haben. Denn interessant ist, wenn Menschen sich mit mir unterhalten, dann buchen sie sofort. Wenn Menschen bei mir in Seminaren sitzen, dann sagen im Schnitt 60-70% der Leute, hey, das war das mit Abstand beste Seminar, was ich jemals gesehen habe. Obwohl die bei einem Jürgen Höller waren, teilweise bei Tony Robbins, bei egal wem, ist das natürlich auch für mich schon ja ein Stück weit ein Ritterschlag. Aber trotzdem hat es noch keiner richtig geschafft, von unserem Vertrieb, von unserem Marketing, Ulrich Müller wirklich so in das Netz, ins Internet zu bringen, dass diese Person, so wie ich bin, in meiner Art mit diesen Familienthemen und so weiter, das wirklich in diese Welt so zu transferieren. Und das ist, glaube ich, nach wie vor unser größtes Thema, was wir bis heute nicht gelöst haben. Aber du kannst glauben, Ulrich Müller hört erst auf, wenn er fertig ist. Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Thema. Ich spiegel das mal ganz kurz, vielleicht sogar auch ein bisschen kritisch. Deine vermeintliche Schwäche, das nicht übertragen zu können und nicht x-fach zu multiplizieren, ist aber genau deine Stärke, dass ihr mit Abstand die persönlichsten Parameter, direkte Betreuung mit Abstand die besten seid. Und das kannst du, glaube ich, nicht wahllos vervielfältigen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ihr euch da oder du dir als Unternehmer vielleicht auch dann zu viel Druck machst, aber eure Stärke ist eben nicht der Größenpunkt 20.000, 50.000, 1 Million, wie viele Leute auch immer, auch wenn das vielleicht dein persönliches Ziel ist, du möchtest 1 Million Menschen geschult haben, aber eure Superqualität, euer Premium-Parameter ist die Individualität und die Nähe zum einzelnen Teilnehmer. Und das kriegst du nicht nur über Menge abgebildet. Weil dann, Thomas. Na klar. Ja, ich sehe das auch bei uns in der Praxis. Das ist Vertrauenssache, mit wem du arbeitest, mit den Patienten. Und das kannst du nicht, auch wenn dein System, dein Konzept, Behandlungskonzept funktioniert. Man kann das auf anderen Behandler übertragen und es ist trotzdem wieder was anderes. Das ist nicht unendlich duplizierbar, weil deine Person dranhängt. Und bei dir, mit deiner Art, wie du das machst und wie du dastehst und was du ausstrahlst, bist du nicht kopierbar. Und deswegen ist und bleibt die Ulrich Müller Wels Academy eben ein Uli als Kernthema.
Absolut. Wir haben das ja auch im Team schon mal philosophiert und diskutiert, auch vor Jahren denn schon, dass ich irgendwann mal gesagt habe, wir müssten oder wir müssen einen Tod sterben. Entweder wir können unglaublich groß skalieren und werden riesig groß, das aber zu Lasten der vielleicht nicht Börsenfamilie, weil sich jeder trotzdem immer noch so fühlt. Aber natürlich ist das so, das merke ich auch heute schon. Ich meine, die ersten Seminare waren mit 10, 12 Leuten. Heute hast du schon Seminare mal gehabt mit 160, 170 vor Ort. Die kannst du nicht mehr so eng betreuen. Und das ist am Ende so, wie du sagst, du bist auch der Chef deines Ladens. Wenn ich mich bei dir operieren lassen würde, würde ich sagen auch, lieber Thomas, ich nehme doch dich bitte. Und andersrum ist natürlich Geld auch extremst Vertrauenssache. Und jeder sagt natürlich auch, wo Ulrich Müller draufsteht, muss Ulrich Müller drin sein. Damit habe ich natürlich trotzdem tolle Mitstreiter im Team, die unglaublich coole Facetten haben. Jeder Mensch ist auch verschieden, jeder spricht auch auf jemand anders an. Insofern ist es auch cool. Aber am Ende bin ich da schon bei dir. Das Ding fällt immer wieder auf mich zurück. Deswegen ist es für mich trotzdem so ein Thema, weil ich natürlich auch so ein bisschen Perfektionist bin. Aber deine Antwort freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Und dann kommen wir auch natürlich zu deinem lieben Team, dem wir auch natürlich Danke sagen wollen, aus der ganzen Umba-Family, für den tollen, tollen Einsatz, den sie für dich, für die Sache und natürlich auch in der ganzen Nähe zu den Teilnehmern immer wieder bringen, mit einer Leidenschaft, die ist wirklich beeindruckend. Und das frage ich doch mal, du bist ja das Oberhaupt der großen Umba-Familie, also der Papa, wenn man das so sagen kann. Und wir haben ja heute Weihnachten. Und was hast du denn vielleicht für dein Lieblingsteam, wie du es immer sagst? Hast du denen was Besonderes fürs nächste Jahr mitgebracht? Gibt es für dein Lieblingsteam eine Weihnachtsidee? Die gibt es und die ist auch schon umgesetzt. Wir werden tatsächlich nächstes Jahr, das machen wir das erste Mal so in so einem Stil und auch in so einer Größe, mit dem gesamten Team, das freut mich auch besonders, zeigt auch die Anerkennung von deren Seite an mich und an uns, dass wirklich 100% dabei sind, was man so eigentlich nie schafft. Wir werden tatsächlich vom 5. bis 11. März nach Gran Canaria fliegen in ein richtig nettes 4-Sterne Superior Hotel. Da sind sie alle eingeladen, die fliegen von überall. Großer Teil natürlich hier aus Hamburg, der Rest irgendwie von Frankfurt, Erfurt, Leipzig, wie auch immer. Das heißt, wir werden 6 Tage dort vor Ort ein Team-Event machen, wo die alle eingeladen sind, wo wir einen deutlich großen 5-stelligen Betrag auf den Tisch hauen und 6 Tage ein paar Teambuilding-Maßnahmen machen werden. Was will ich noch nicht verraten, weil das für die auch noch Überraschung bleibt. Aber natürlich werden wir vormittags immer mal so 2-3 Stunden ein bisschen als Team zusammenarbeiten, brainstormen, Ideen kreieren für 2024. Das kann ich auch schon sagen. Es werden wieder einige neue Themen kommen. 1, 2 absolute Kracher, über die kann ich noch nicht sprechen, aber die werden sehr, sehr interessant. Und dann wird es mittags ein schönes Essen geben, nachmittags wird es dann freie Zeit geben für ein bisschen Sport, ein bisschen Sonnen, ein bisschen Spaziergang, ein bisschen Tennis spielen, schnorcheln, schwimmen, was man auch immer will. Und dann gibt es abends wieder ein schönes Essen zusammen und dann werden wir da 6 Tage mit dem Team verbringen und jedes meiner Teammitglieder ist eingeladen und alle 14, die fest ja bei uns im Team sind, der Fonds ist außen vor, da machen wir was Eigenes irgendwann. Aber alle 14 aktuellen Mitarbeiter haben zugesagt und sind mit dabei. Und das sozusagen ist ein bisschen das Weihnachtsgeschenk fürs nächste Jahr für das beste Team der Welt. Finde ich ganz, ganz toll. Super. Euch ganz viel Spaß auf der Reise, am Austausch zueinander. Und ja, ihr seid wirklich ein ganz, ganz tolles Team. Und das finde ich auch so schön, dass du das so trägst und gestaltest und den anderen so positiv rübergibst. Du, absolut. Und letztendlich muss man auch sagen, die haben es einfach punktuell verdient. Das ist das, was du auch schon gesagt hast. Die reißen sich so den Hintern auf. Da fragt nie einer irgendwas. Die machen es einfach, geben da Gas. Manchmal kommen auch Dinge zu kurz in der Kommunikation, weil wir einfach auch dann irgendwie landunter sind und Vollgas geben. Dieses Jahr war ja für uns auch besonders. Durch ein paar Mitarbeiter, durch Krankheiten, durch Themen, durch Dinge, Ausfälle, die keiner so planen und vorhersehen konnte. Hat uns aber in 23 einfach extremst getroffen. Das Gute ist, dass die alle wieder fit geworden sind, also alles ist schön. Man sieht es auch daran, dass wir eigentlich faktisch bei uns Fluktuationen gar nicht kennen. Fast jeder Mitarbeiter, der jemals hier angefangen hat, ist auch heute noch hier. Und auch in diesem Jahr haben die das einfach übernommen, mit abgearbeitet, 3 Stunden länger gemacht und haben gesagt, hey, ist mir scheißegal, wir rocken die Bude, Kunde ist König, wir lieben unsere Kunden und geben da Gas. Und vielleicht auch von meiner Seite, wenn da mal was in 23 nicht ganz perfekt gelaufen ist, auch an die Kunden, dann tut mir das von Herzen leid, aber
tja, manchmal gibt es Situationen, wenn plötzlich 4, 5 Spitzenleute ausfallen, teilweise 2, 3, 4 Monate, dann kannst du das einfach irgendwann nicht mehr wuppen. Gleichwohl muss man sagen, 23 war für uns auch wieder spannend. Es wird wieder ein Rekordjahr. Manchmal sage ich ja schon, mehr Rekorde kann man gar nicht mehr machen, weil wir jedes Jahr weiter wachsen. Weil du fragst auch nach der Umwahlseite. Ich meine, wir sind 3-mal fastest Company, wachsendes Tempo, sind wir auf Platz zwischen 0 und oder 1 und 30 gewesen. 2-mal haben wir es sogar in die Financial Times geschafft. 2-mal sogar europaweit in die Top 1000. Auch das ist natürlich ein Megathema. Auch ich weiß von vielen meiner Mitbewerbern und Mitkonkurrenten oder auch mit Trainern, gar nicht nur meinen Bereich, auch andere Bereiche, die dann tatsächlich auch jetzt in 23 teilweise deutlich Umsatz verloren haben. Wir haben wieder richtig deutlich oben drauf gelegt. Und ja, manchmal denke ich selber, es ist verrückt. Aber ja, letztendlich kann man vielleicht wirklich sagen, Qualität setzt sich durch. Und ich habe es ja immer so gesagt, bei der Umwahl, wir schmeißen viele Schneebälle oben vom Berg. Und beim Marketing weißt du ja nie, welche 50% funktionieren. Aber irgendwann rollen die Schneebälle halt. Und einer der größten Schneebälle sind einfach unsere Teilnehmer, weil die uns einfach Massen von Menschen zuschicken und sagen, hey, du musst das Ding besuchen und musst da einfach Gas geben. Und ich glaube, das ist ja mega Geschenk. Ja. Und das ist eben auch dein Team. Ne? Muss man ganz klar genau sagen. Ja. Absolut. Ich kann nur reden, auf der Bühne stehen und vielleicht ein bisschen verkaufen und ganz viel Börse. Aber ganz viele Themen kann ich nicht. Und da brauchst du halt die richtigen Menschen mit dem richtigen Herz. Und das ist auch etwas, was ich mir in 23 schon mitgenommen habe, was ich auch ab 24 definitiv weiter und noch viel knallhärter umsetzen werde. Ich werde nur noch mit Menschen zusammenarbeiten, die ich wirklich mag. Ich gehe nicht nur in die Stufe, ich arbeite mit einem, der für mich arbeitet, weil ich verdiene damit Geld, sondern ich möchte nur noch mit Menschen arbeiten, die ich wirklich mag. Das wird eine Herausforderung. Heute kann ich sagen, von meinem Team mag ich alle, aber jeden neuen, den man einstellt, wenn man das aus dieser Brille auch noch sieht, weil natürlich Zeit einfach unersetzbar ist, dann ist das wahrscheinlich manchmal nicht ganz einfach, aber das Ergebnis wird unsterblich cool werden. Da legst du aber den Fokus wieder auf Qualität und auf eure Einzigartigkeit, auf deinen stärksten oder auf einen ganz starken Parameter deiner Umwahr, nämlich die individuelle Nähe, die persönliche Note, das immer wieder dieses klare, schnelle Feedback, was die Teilnehmer eben erfragen oder haben wollen. Dafür brauchst du eben gute Leute. Vielleicht verzichtest du dann eben auch mal auf einen langfristig oder mittelfristig, was dein Wachstum in Zahlen vielleicht ja bremst. Aber du fokussierst jetzt doch auch wieder auf Thema Qualität ist wichtiger als dann hinterher irgendeine Zahl. Absolut. Klasse. Ich wollte sagen, lieber Thomas, wir kommen auch langsam zum Ende des Podcastes. Ich würde gerne noch eine letzte Frage an dich stellen. Wo kann wir oder auch der Leser mehr über dich erfahren? Und welche Ideen und Lehren hast du vielleicht noch aus der Börse? Das würde ich dich auch gerne noch fragen wollen. Ja, über mich erfahren kann man letztlich in einem persönlichen Gespräch. Also ich bin in der Umba-Family natürlich im VIP-Club dann immer auch auf den Seminaren dabei und erreichbar. Oder eben sonst als Arzt in der Praxis. Oder wenn man sich austauscht, dann auch gerne im privaten und persönlichen Gespräch. Sonst, da ich nicht in der Öffentlichkeit auf der großen Bühne unterwegs bin, keine Bücher habe oder irgendwie sowas, beschränkt sich das im Prinzip auf einen individuellen Kontakt zu mir. Dann der zweite Teil der Frage war, welche Lehren ich eben mitgenommen habe. Dann ist das, dass ich sage, man muss sich einfach Zeit nehmen zu lernen und zu wachsen. Also dieses nicht alles auf einmal wollen und glauben zu können und sich dann mit anderen zu vergleichen, die das eben schon viele, viele Jahre und Tausende von Stunden gemacht haben, sondern dass man sich da ein bisschen entspannt, dass man sich eben klare Konzepte überlegt, was ihr auch immer sagt, Strategien aufbauen und das dann versuchen umzusetzen und sich eben auszutauschen mit den anderen. Ja, und wie gesagt, diese Lernstufen auch wirklich sich zu erlauben, also nicht zu glauben, ich muss gleich morgen alles können und wenn das nicht klappt, dann da Selbstzweifel zu hegen, sondern diese Lernphase Nummer 2, wo man übermütig wird und glaubt, es zu können und die doch so lehrreichen Fehler schlichtweg passieren müssen. Das sind eigentlich meine Lehren, die ich für mich aus der Börse eben geholt habe. Ansonsten ist es super spannend, was in der Welt passiert, wie man Dinge, Finanzwelt und die Zusammenhänge der Wirtschaft plötzlich mit anderen Augen sieht
Das war mir vorher auch fremd, weil ich ja ein Neuling in dem Bereich war. Das ist eigentlich so das, was ich aus 4 Jahren Börse mit dir so mitnehmen kann. Sehr, sehr cool. Ja, lieber Thomas, dann bleibt uns nur noch, den Menschen nochmal frohe Weihnachten zu wünschen. Dir nochmal alles Gute zum Geburtstag, zu deinem 49. Herzlichen Dank. Nächstes Jahr ist dann eine fette Party bei dir. Ich freue mich auf die Einladung. Und wenn du darüber teilnimmst, was? Ich rechne mit deinem Kommen. Wenn du mich einlädst, komme ich. Das ist hiermit offiziell versprochen. Okay, sehr schön. Ja. Ich mache auch eine Abschlussfrage. Ja. Wie verbringst du denn jetzt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr? Was für eine Empfehlung hast du da wie für deine Familie? Ja, tatsächlich sind das bei mir immer 2 bis 3 Themen. Also Punkt 1 ist es immer so, dass ich spätestens am 21.12. aufhöre. Das wird also dieses Jahr dann kurz ein paar Tage vor Weihnachten sein. Ich mache dann immer frei bis mindestens die ersten oder den zweiten Montag des Jahres. In diesem Fall wird es dann der 8.1.24 sein, wo ich frühestens wieder arbeite. Vielleicht wird es auch erst der 9. oder 10. Und in dieser Zeit gibt es im Prinzip 2 ganz große Themen. Das eine, oder nehmen wir 3. Das eine Thema ist, ich werde mich nicht um die Börse kümmern. Das zweite Thema ergibt sich dadurch, ich habe sehr viel Zeit für meine Familie. Da sind auch immer Ausflüge, Themen, Dinge geplant. Und der dritte Punkt ist, dass ich einfach mal reflektiere. Das mache ich auch 1-2 Tage in der Regel, wo ich mich dann wirklich zurückziehe und gucke, hey, was war in 2023? Was war gut, was war schlecht? Sowohl für die Börse als auch das Unternehmertum. Als natürlich auch der dritte Schritt, die persönliche Seite, die Familie, die Kinder. Hobby, Soziales, dieser private Bereich nenne ich es mal. Und dann mache ich mir in der Regel auch circa 8 bis 10 neue Ziele fürs nächste Jahr, für jeden Bereich. Und es hört sich jetzt doof an, aber dann fängt das Rennen wieder von vorne an. Aber ich versuche, glaube ich, einfach jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, ein bisschen effizienter zu werden. Das ist auch etwas, du hast schon Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, gesagt. Bodo hat irgendwann auch mal was zu mir gesagt, Uli, Dinge, die du nicht mehr magst, die musst du eliminieren, die müssen weg. Andere Dinge, die kannst du auch delegieren und sagen, hey, die brauche ich nicht mehr machen, die kann ein anderer auch tun. Und da bleibt noch ein bisschen was über, was du selber tust und was du auch wirklich liebst. Ich mache das schon seit langen Jahren so, aber natürlich brauche ich nicht überreden in so einer Akademie. Jetzt auch, wenn ich an Marc Enseleit denke, der inzwischen als Mitarbeiter und bester Freund monatelang ausgefallen ist, der hier Vertriebsleitung macht und den kompletten Support und technischen Support leitet. Ja, logischerweise, wenn so ein Mann ausfällt, ja, dann gab es auch Dinge, die ich übernommen habe, die ich eigentlich nicht mehr machen wollte, aber die natürlich einfach nicht liegen bleiben können. Aber trotzdem stelle ich mir jedes Jahr die Frage, so nach dem Motto, wünsch dir was, wie soll das nächste Jahr werden? Und so gehe ich da erstmal rein und versuche das Jahr einfach bestmöglich zu leben, nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen. Die sind auch bei jedem Menschen anders und verschieden. Und weil sich das auch für mich jedes Jahr wieder verändert, vor ein paar Jahren habe ich wirklich mal gedacht, hey, ich höre wirklich auf und mache gar nichts mehr. Habe schnell erkannt, das ist es aber nicht. Jetzt überlege ich mir natürlich auch, wie wachse ich, wie werde ich besonders groß, wie können wir vielleicht die 1 Million Menschen erreichen, aber trotzdem immer noch diesen familiären Flair ein Stück weit haben, diese Börsenfamilie einfach leben und damit eben auch als Person besser zu werden und zu wachsen, vielleicht neue Dinge zu kreieren. Und das sind so die Themen, die ich zwischen Weihnachten und Neujahr mache. Danke für deine Antwort. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachtszeit, allen auch in der Umba Family. Genießt die ruhigen Tage im Börsenjahr. Startet gut im neuen Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns alle froh und ausgeruht im nächsten Jahr wiedersehen, auch auf den VIP-Tagen. Dir, Uli, wünsche ich alles, alles Gute, persönlich, privat mit deiner Familie, aber natürlich auch mit deinem Team. Bleibt alle so cool drauf, wie ihr seid. Bleibt authentisch, macht das, was ihr bisher immer gemacht habt, nämlich einzigartig zu sein. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Weihnachtsdank an euch alle. Mit besten Wünschen fürs 2024. Vielen, vielen Dank. Ja, dann sage ich auch vielen Dank nochmal an euch. Thomas, nochmal Happy Birthday der Masse, die es jetzt hört. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hört es auch dann am 25. Und ansonsten ein paar ruhige und besinnliche Tage. Sag vielen Dank, dass du Teil meiner Ulrich Müller Wealth Academy bist. Wieder geht ein Jahr vorbei. Aber ich kann dir sagen, kurze Erholung, dann geht's mit Vollgas in 24 weiter. Wir werden Gas geben, wir werden noch tolle Dinge entwickeln und ich freue mich, wenn du unsere Reise weiter begleitest. Bis ganz bald und ciao.